Einen schönen guten, meine Heyday-Freunde und Agrarwissenschaftler. Das Update ist draußen. So, was es jetzt Neues gibt, ich habe ja ein paar Videos schon gemacht darüber. Jetzt sehen wir es live. Ich habe schon was angepflanzt, die Produkte sind alle da. Gab eine Dreiviertelstunde, gab es einen Totalausfall fürs Aufspielen vom Update und sowas. Ja, dafür gab es natürlich auch ein bisschen Geschenke. Aber was das alles im Einzelnen gebracht hat, das Update, was positiv ist, negativ ist, nach dem Intro. Ja, ich habe nochmal einen kleinen Notizzettel gemacht, was ist wirklich alles neu, was wichtig ist, was interessant ist, was nach meiner Meinung unnötig ist oder hätte man nicht machen sollen. Ja, fangen wir mal an mit der neuen Deko. Und zwar gibt es die hier unten. Die sind überall auf die Felder drauf. Deko sind schön, ohne Frage. Also mir gefällt das alles recht gut. Aber überall brauchen wir wieder Rollen. Überall brauchen wir wieder Rollen. Ich habe noch nicht mal hier unten, das war ja die alten Felder nochmal, die habe ich noch gar nicht fertig. Da hauen sie hier schon wieder neue Felder raus. Und dann überall, wie habe ich gestern gehört, Klopapierrollen. Überall die Klopapierrollen, das passt wirklich. Die sind... Nee, gefällt mir nicht. Also das ist wirklich, diese Landerweiterung hätte man sich ersparen können. Die Dekos sind gut. Andererseits ist natürlich so besser an die Deko zu kommen, als einen Haufen Diamanten wieder auszusetzen. Aber diese Klorollen, ich weiß nicht. Ich hole mir mal die Telefonzelle hier. Machen wir mal frei. Und gleich mal ein bisschen blank machen hier alles. So. Stellen wir die mal hin. Telefonzelle. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Platz haben hier. Da passt. Das ist ganz gut. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ja, da kann man sie hinmachen. Aber wie gesagt, mit diesen ganzen Rollen. Ich habe irgendwo gelesen noch, dass man keine Rollen braucht. Aber bis jetzt sieht das so aus, als ob wir wirklich überall Rollen bräuchten. Zwar nicht mehr so viel. Ja, hier noch doch 10. 5, ja, aber oh, jetzt geht das, ja, 5, aber hier unten war es ja ein bisschen mehr gewesen. Da waren es ja schon, glaube ich, 13 oder was. Da war 10, 11. Das Stück auch 10. Ja, aber das 12, da waren das gewesen, genau 12. 13, hier sind die mit den 13. Ach, oh, Kinders. Nee, das ist Mist. Das ist wirklich Mist. Also die Landerweiterung hätten sie sparen können. Man wird ja nie fertig. Man wird ja nie fertig. Und ich bin ja schon ein etwas größeres Level. Was ist das, wenn man Level 40 oder ist? Da hat man ja quasi eine ewige Baustelle vor Augen. Und ich befürchte, bevor ich hier fertig bin, gibt es schon wieder Landerweiterungszeug. Also ich denke mal, das können sie beim nächsten Update, könnten sie sich sowas sparen. Das ist zu viel. Das ist einfach zu viel, nach meiner Meinung. Aber nun gut. Als nächstes kommt neue Deko zum Kaufen. Und zwar, hier haben wir einmal den Hühnerzaun. Sieht genauso aus. Ja, das ist genau derselbe wie bei den Hühnern. Wer es mag, mir gefällt es nicht. Der Kuhzaun, ja, kann man auch machen, vielleicht nochmal so als drumherum, so als Holzzaun. Wie gesagt, wer es mag, ich bin nicht so der Deko-Freak, also man kann daraus basteln, aber es, als Deko zwei Stück rauszuhauen, ein bisschen mager, wirklich ein bisschen mager. Aber nun ja, so soll es sein. Gut, die neuen Pflanzen hatten wir auch schon. Pilze, hier sind die Pilze. Dann kann ich nochmal aberden hier, gucken, was wir noch haben. Ich habe jetzt schon ein paar angepflanzt hier, damit wir mal auch die neuen Sachen machen können. Dann haben wir hier das Sesam.
Stunde, was ich sagte. Und dann haben wir noch Ingwer. 2,5 Stunden. Ja, pflanzen wir auch gleich noch mal an. Was wir haben, haben wir. Und ein bisschen Weizen. Die Tiere in der Stadt ein bisschen füttern. Da kommen wir dann nachher noch mal zu. Gibt ja auch ein neues Zootier. So, da haben wir schon mal welche drinnen. Können wir noch mal welche reinhauen hier. Honig. Honig ist immer gut. Im Übrigen, morgen ist normales Derby. Ich hoffe ja nicht, dass sie da jetzt Unmengen von den neuen Produkten haben wollen. Neue Produkte, genau, das ist das Stichwort. Neue Produkte, haben wir einmal den Tee. Apfel-Ingwer-Tee, da hätten wir jetzt machen können. Ingwer hatten wir ja noch einmal, aber ist egal, machen wir nachher. 25 Minuten im Teestand. Dann haben wir in der Suppenküche, haben wir die, genau hier, die Pilzsuppe. Eben was ich sagte, was drin ist, Milch, Zwiebeln und dreimal Pilze. Ah, die muss man natürlich auch erstmal haben, dreimal Pilze. So, hier hatten wir nochmal die Pilzpasta, glaube ich, ne? Ja, genau. 5 Pilze, 1 Stunde, ja, können wir gleich mal machen. Haben wir das erste schon mal weg. Ein paar Platten auch schon mal für nachher herstellen. Ich denke mal, da werde ich mir heute Abend, späten Abend, werde ich mir das Ding nochmal zupflastern, dass das über Nacht genug von diesen neuen Sachen macht. So, dann haben wir hier einmal den Smoothie Maker, hatten wir glaube ich was Neues, ne? Ja, genau. Schwarze Sesam-Smoothie. Und was war denn, war es ein Salat, war es noch? Genau. Einmal den Salat, den Pilzsalat, was ich auch sagte, ich habe hier nochmal den Zettel stehen. Ach ja, ein Eis gab es ja auch noch. Und ein Fischspieß, genau. Der Fischspieß ist hier unten drin, im Grill. Wo ist er denn da? Auch ein Haufen von den neuen Sachen, müssen erstmal angepflanzt werden, müssen wir kriegen. So, und das Eis, sagte ich. Quatsch, das ist der Hotdog-Laden. Hier haben wir Eis. Da ist es. Mit Sesam-Eiscreme. Ja, das war's. Das war's auch gewesen, ne? Wenn ich das so recht sehe. Sesam-Eis-Empfehlung. Genau, das war's gewesen. Ja. Dann gibt's natürlich als erstes ein Puzzleboot. Ich habe, wie ich aus der Gruppe gehört habe, Badepuschel hat wirklich die Arschkarte gezogen. Das ist von Supercell auch irgendwo eine Frechheit, dass sie vom Schiff gleich die Neuigkeiten haben. Ich habe noch Glück gehabt, noch die alten Sachen kann ich bedienen. Aber ich blende hier mal ein Bild ein. Die neuen Sachen, also den Smoothie. Man muss erstmal die Klamotten dafür haben und man muss das Ding noch herstellen. Das dauert Zeit und das wollen gleich das neue Boot und keiner hat es im Prinzip. Ja, jetzt haben wir nur noch die Lösung, den Turm laufen lassen. Also das ist fürs Puzzleteil, also da hätte man ein bisschen die neuen Teile zu fordern, vielleicht morgen. Mit Dias, ich gebe keine Dias auf. Vielleicht ist es Geldmacherei, aber ich gebe dafür keine Dias aus. Badepuschel lässt jetzt den Turm laufen und lässt es holen. Gut, damit kriegt sie dann auch das Puzzleteil. Aber eigentlich, ich finde es eine Frechheit. Ich finde es eine Frechheit. So, was haben wir noch Neues? Den LKW. LKW fahren lassen, geht schneller. Wir können ja mal einen hier fahren lassen. Ein paar Pumpkins. Ja, der fährt definitiv schneller. Also das finde ich schon mal gut. Gerade wenn man LKWs Aufgaben macht im Derby 32 Mal. Dann passt das. Da ist das alles schon mal ein bisschen schneller. Ah, da kommt er auch angerappelt. Okay, also der ist auch schneller. Wir haben Geschenke gekriegt für die Dreiviertelstunde Wartungspause. Ich glaube 5 Diamanten. Ja. Ihr hättet ein bisschen großzügiger sein können. Auch wenn ihr sagt, wir haben euch jetzt ein neues Update geschenkt. Also 10 Diamanten hätten es sein können. Bitte.
10 Diamanten hätten es sein können. Ich habe in einer Facebook-Gruppe auch gelesen gehabt, und zwar beim Derby, 10 Diamanten immer für eine Zusatzaufgabe, damit wir den Platz kriegen. Auch heavy, man sollte so ohne Diamanten, kann man machen. Ja, aber andererseits gibt man dann wahrscheinlich Diamanten aus, damit man schneller fertig ist. Aber eigentlich eine Anregung, nur um Platz zu kriegen. Man muss Diamanten ausgeben, um Platz zu kriegen. Sollte man irgendwo vielleicht eine Lösung finden, die vielleicht gerechter ist. Wenn ihr vielleicht irgendwelche Anregungen habt oder was, schreibt es unten runter in die Kommentare. Beim Derby, wo wir beim Derby sind, wir haben Platz 4 gemacht. Okay, kann man machen. Wir haben Platz 4 gemacht. Wir haben... Was war denn da überhaupt los? Warum haben wir denn Platz 4 gemacht? Ach so, ich war ja gar nicht dabei beim Derby. Ich war ja gar nicht dabei beim Derby. Genau, das muss so elendig lange gedauert haben, bis die Aufgaben gekommen sind und vernünftige. Ja, morgen bin ich dabei, aber nur beim Großen, beim Kleinen schaffe ich einfach nicht. Normales Derby. Gut, dann haben wir in der Leiste sollte sein. Machen wir mal auf, genau. Tal läuft noch nicht. Ich weiß noch nicht, wann es läuft. Aber hier oben haben wir die Sonnensterne fürs Tal, was dann angezeigt werden sollte. Mache ich nochmal ein Video drüber, wenn es dann freigeschaltet ist. Nur kurz zum Zeigen, aber es ist da. So, was habe ich noch auf meinen? Genau, Badepuschel ist aufgefallen. Abmelden. Das Abmelden hat sich verändert. Und zwar sieht das jetzt so aus. Man geht auf meine Spiele mit Helde verknüpft. Nee. Wie war denn das? Oh Gott, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Wie war denn das Abmelden? Ah, genau. Man muss hier oben auf Einstellung gehen. Auf Einstellung gehen. Und dann kann man sich abmelden. Wenn man sich dann abgemeldet hat, kann man sich mit den anderen Accounts anmelden. Genau. Das ist das Wichtigste auf Einstellung. Da solltet ihr dann drauf gehen. So, dann ist neu, wir können fragen nach Tools. Beim letzten Update war es ja hier gewesen mit den Angelkasten. Wir können nach Tools. Hier sind sie drinne. Klebis. Was man hat, ja, was braucht man hier? Bolzen. Man kann nach allen fragen. Zwar nur nach dreien, aber man kann in der Gemeinschaft nach bitten. Aber als Umkehrschluss, was wieder so ein bisschen negativ ist für, ja, man wollte entgegensetzen gegen die Botter. Ja, ob das so die Lösung ist, weiß ich nicht. Man kann am Tag nur 80 Dinger tauschen über den Laden hier. Dann ist Feierabend. Die liebe Nane hat mir ein Bild geschickt, die ist schon an ihre Grenze dran. Die wollte tauschen in der Gruppe und hat schon das Limit gehabt. Hier das Bild dazu, so sieht das dann aus. Ja, ich weiß nicht. Das ist gerade mit Ausbaumaterial, wenn man da wirklich viel tauscht, hin und her. Und gerade bei Heyday im Discord wird ja auch gern getauscht. Ich bin auch oft dabei, wo man tauscht, das hat man zu viel, nehme das. Und dann ist man auf 80 begrenzt und ja, dann ist nichts mit Tauschen mehr. Und dann kann man so einen anderen Tag warten. Also ich finde das... Dreck. Das ist scheiße. Das ist wirklich, ich muss mal wirklich so sagen, ich wasche nachher meinen Mund auch raus, aber das ist scheiße. Ehrlich gesagt, mit diesen 80, das ist nicht doll. So, das nächste, was mir aufgefallen ist, oh, das ist schon weg. Nee, da ist es. Hallo. 11 Euro. 11 Euro für 5 Klopapierrollen und ein paar Diamanten. Also, ja, 2,30 abgezogen. Hallo. Also, das ist wirklich eine Frechheit. Ich meine, ja, ihr macht schon genug Kohle mit dem Spiel, aber das? Also, nee.
Das gibt einen absolut, wirklich einen absoluten Minuspunkt von mir. Das ist mir sauer aufgestoßen. Was kann man da machen? Da kann man 2,29 machen. Sag mal 3 Euro. Dann ist man hier in den Rahmen mit den 50 Diamanten und 5 Landerweiterungen. Das kann man machen. Aber sowas, also definitiv, da gebe ich kein Geld aus. Definitiv nicht. Also, ja, da haben wir ja schon mal ein bisschen Sesam. So. Und gleich 9 anpflanzen. Machen wir hier mal frei. Hier auch. Und dann mit Sesam, dass wir nachher genug haben. So. Ja. Habe ich meinen Zettel auch langsam abgearbeitet. Wir fahren mal kurz in die Stadt rein. Es gibt das neue Zebra. Hoch kommt. Und zwar, gut, jetzt geht hier das Gesammeln auch wieder los. Ah, irgendwie bin ich es ein bisschen überdrüssig. Oben die Landerweiterung, die Rollen sammeln, hier die Puzzleteile sammeln. Ich denke mal, das ist der Anfang. Das ist hier Vater und Mutter. Und dann kommen die 2 Kinder, wie bei den anderen Giganten, die Babys auch noch mit dazu. Dann geht das Gesammel wieder los. Dann geht das Gesammel wieder los. So, wollen wir ein bisschen füttern hier. So, der Zug ist gekommen. Und kommen alle weg. Zum Aufsammeln. Ja, weiß ich nicht. Das Gesammel ist... Das geht mir irgendwie gegen den Strich. Aber nun gut. So soll es sein. Wie gesagt, in der Stadt ist die Neuerung das neue Zebra. So, das war es dann auch so weit gewesen von mir aus hier mit den ganzen neuen Sachen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Die Tiere noch mal ein bisschen füttern hier. Klebeband. Schindel. Sein. Ja, wie gesagt, alles so Vor- und Nachteile. Ich weiß ja nicht, wie ihr das alles so seht, ob ihr das alles so toll findet oder alles irgendwie hätte man sich schenken können. Also, dass der LKW schneller läuft, finde ich gut. Neue Pflanzendekos, ja. Muss man nicht haben, muss man nicht haben. Also ich finde es so von den Pflanzen her, finde ich es nicht toll. Neues Geschäft war nicht mal so schlecht gewesen. Wo man irgendwie Sachen, die man wenig braucht, zum Beispiel Ziegenmilch, wo man das vielleicht ein bisschen mehr verwerten kann oder sowas. Neues Geschäft wirklich, das wäre was. Gut, und gestern habe ich natürlich auch die ersten Beschwerden auch noch gesehen und gelesen. Gehört, ja, alles nur für die größeren Levels. Ja, wobei mit kleinen Leveln ist man ja schon mit den ganzen anderen Sachen am Kämpfen und dann noch was dazu. Aber gut, die kleinen Level gehen nun mal bei diesem Update leer aus. Aber wenn es ein kleiner Trost ist, ihr kommt da auch noch hin. Bin ich mir sicher. Ja. Gut, und dann hier natürlich diese Rollen. Also das ist auch so ein, das ist mir ein Dorn im Auge. Irgendwie, nee, das passt alles nicht. Gut, die Dekos, dass es die dann für Oma gibt, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, aber die ganzen Rollensammelei, das dauert wieder ewig. Also ich denke mal, bis Mitte nächsten Jahres wird das wahrscheinlich garantiert dauern. Garantiert dauern. Ja. Ja, Leute, das soll es erstmal gewesen sein. Wie gesagt, Vor- und Nachteile, manche finden alles nicht so dolle, manche finden alles gut. Ich bin da so gemischter Gefühle. Aber so ist das nun mal. So, wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis demnächst. Schönes Leben,
euer Onkel Jens.